Everything has happened so quickly, I don't know if I can do this. Mirror of memory, of course, I'm curious about it. But I'm as afraid as I'm curious. But Laterne, if you stay with me, I'll try my best. Cheer up! Oh. Warum geht man in einen Dungeon mit einer Glocke? Taun ist auf dem Boden. Oh no, the mirror's broken. I may not be capable of handling this mirror for now. By the way, I've seen Windbell in the mirror. It was strange, because I have the exact same thing. I don't remember when I've obtained this windbell. It makes a beautiful sound, as if the stars in the night sky are brushing against each other when the wind blows. What if this windbell is a clue about something that I can't remember? Okay. Dann habe ich denn schon die vorige Quest beendet? Ja. Dann müsste ich ja was Neues kriegen. Okay, ich habe eine Glocke bekommen. Ich schätze mal, ich muss damit in ein Dungeon. Steht es... Ich krieg aber keine neue Quest. Dann schaue ich mal kurz nach, was ich damit machen soll. Okay, einfach in die Ruinen. Dann mal schauen. Ruinen, Ruinen. Wo sind die denn jetzt? Dort. In die Wüstenruine. Also das ist dann auch wieder ein Rollenspiel-Dungeon. Mal sehen. The only one I remember. I must find him. So, ich bin jetzt eine Elfin mit einem Zauberstab. Okay. Wo sind meine Skills? Sie hat... okay. Nicht wirklich viel Interessantes. Gut. Dann muss ich mich hier wohl durchboxen und mich treffen lassen. Sie hat noch nicht mal Abwehren, ne? Moment mal. Was hat sie denn hier? Sie kann sich verstecken. Und sonst nichts. Oh, Glück gehabt. Lalalala. Welche nehme ich jetzt? Den nehme ich mal. Ich weiß nicht. Nein. Sind die aggressiv oder nicht? Oh. Ich weiß nicht. Bringt es was, wenn ich mich jetzt verstecke? Ja. War das schon längst offen und ich habe es nicht bemerkt? Mist. Egal. Ja, alles hier mit Orbs. Okay, oder Säulen. Das ist jedenfalls kein langes Dungeon, wie man sieht. Nur eine Etage. Man sieht ja alle Räume hier. Oh, oh, oh. Oh, ich kann mich verstecken und schon bemerken die mich nicht mehr.
Mann, Elfen haben es gut. Es ist ja ziemlich einfach hier, wenn alles nur mit den Orbs ist und man nicht kämpfen muss. Okay, oh nein. Und wie einfach hätten es wohl Elfen in Baul Infiltration? Oh, blöde Elfen mit ihren Versteck. Das macht mich ja ganz neidisch. Hey, 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 nein. Oh Gott. Jetzt bin ich im Kampf. Ich habe mich verklickt. Was zum... The medicine bottle broke. Hm. Oh. Oh, ich bin gestorben. Mist. Ich muss mir jetzt neue Glocke besorgen. Hahaha. Oh. Sieht so aus. Jetzt komme ich hier nicht raus, doch. Okay. Dann darf ich wohl nicht sterben. Oder mich nicht erwischen lassen. Tja. Mal gucken. Oder, ja, ich darf wohl nicht die Flasche im Inventar kaputt machen. Wenn man nämlich so, wie heißt es nochmal? Zurückgeworfen wird. Dann brechen ja zum Beispiel Eier im Inventar. Ich denke mal, so diese, Medizinflasche ist dann auch wie so ein Ei zerbrochen. Und das hat mich dann herausgeworfen aus dem Dungeon. So. Also nochmal. Ich werde dann alles hier schneller abspielen lassen. Das haben wir auch schon gesehen. Und dann... Das ist hier sogar mein dritter Versuch, oder? Ja, mein dritter Versuch. Ich habe das hier jetzt zusammengeschnitten. Im zweiten hatte ich dann irgendwann einen Verbindungsabbruch. Und hier werde ich es auch wieder haben. Yep. Also, dann haben wir hier anscheinend auch recht starke Gegner. Aber zum Glück hat so ein Elf ja dieses Verstecken. Das klappt natürlich nicht, wenn das ein normales Dungeon wäre, also nicht so gut. Denn man muss ja auch kämpfen in einem normalen Dungeon. Hier mit diesen Orbs bzw. Säulen geht es ja ganz fix. Wow, Gargoyles. Wow. Oh mein Gott. Ja, die Gargoyles fand ich sehr interessant. Darum musste ich mir die genauer anschauen. Die sahen sehr hübsch aus, fand ich. Und hier sind bloß Geister. Die wären bestimmt auch richtig stark. Und diese komischen Echsenhexen finde ich auch ganz interessant. Taunus, did I make you wait very long? Oh, this voice. Atrata, I knew it was you. Der ist irgendwie so klein. Guck mal, wie klein der ist. Please wait. Hopefully this ticker sap potion will take effect soon. Ah, das ist der Trank, der nicht zerbrechen sollte. No, you should rest. You shouldn't talk until you recover. Sieht das nur so aus, als wäre er klein, oder? Ist die Figur in diesem Video nur so klein?
My eyes are blurry, but I can still hear the painful screams of my late comrades in my ears. The sound of your wind bell from a distance woke me up from that hellish nightmare. Forget everything. Do you know why you guys are always depressed? It's because you never forget. Every moment of your life feels like new if you can forget everything like the elves. Oh. Okay. Die Elfen sind komische Leute. Was ist jetzt mit dem Video los? Wahrscheinlich habe ich die Verbindung verloren. Mitten in der Zwischensequenz. Oder wie? Ja. Okay, ich hatte ja einen Verbindungsabbruch. Und ich musste mir tatsächlich nochmal diese Glocke holen und das Dungeon ein viertes Mal machen. Ja, Internetprobleme. Ich habe irgendwie das schlechteste Internet in Deutschland bestimmt. Okay. Dann gehen wir mal zu Atrata, denke ich mal. Mal schauen. Hello, Laterna. Are you okay? Okay. Ich habe keine Quest. Vielleicht habe ich ja ein Schlüsselwort bekommen. Okay. Nein. So. Dann muss ich vielleicht zu Taunus. Mal schauen. Ich muss mich neu einloggen. Na gut. Channel wechseln. Alles klar, seid ihr bereit für das Finale von Generation 7? Denn es ist gleich zu Ende. Also. I always thought that it's great to not remember yesterday because you have so many tomorrows to remember, let alone yesterdays. Okay, man erinnert sich an morgen? I've changed my mind though, it's bothersome to totally forget my past. The only one I remember, I must find him. It was love. Das war's, oder? So. Die vergesslichen Elfen, the oblivious elves. Ein Schlüsselwort, das wir benötigen, um Generation 8 anzufangen. So, das war's. Das war Generation 7. Es war eine Geschichte, in der ein Riese sich mit in einen Elfen verliebt hat, aber da beide Rassen sich ja bekriegen, können sie sich nicht sehen und zusätzlich hat Atrata ihn natürlich auch vergessen. Das war's dann. War das wirklich alles? Die vergesslichen Elfen. Gut,
um Generation 8 anzufangen, muss ich ja mich neu einloggen. Das heißt, nochmal Channel wechseln. After the days of the great flood, there was one conduction ceremony. Quasar's darkness swallowed up the gold dragon. However, the seemingly endless days of darkness finally ended with the appearance of Irinid. After a few thousand years passed, fate has planned for yet another conduction ceremony. I, Komkrach, am guiding the dragon's contractor to Iria. His name is Rurgi. He was sitting at the final valley of despair, the most miserable human of them all. Okay. Das war's. Der Anfang von Generation 8, eine Zwischensequenz. Dann habe ich noch keine neue Quest bekommen, oder? Okay. Es gibt kein Quest-Tab dafür. Also dann, wir sehen uns, wie wir mit Generation 8 weitermachen. Bis dann!